Wie lassen sich im Hinblick auf die neue Abdichtungsnorm DIN 18534 Anbauteile in Sanitärbereichen schnell, sicher und normgerecht montieren? Hier kommt die Lösung. Bleibt dran! Mein Name ist Wolfgang Schulz, ich bin Bauingenieur und technischer Trainer bei den Fischerwerken. Im Zuge der Einführung der Abdichtungsnorm DIN 18534 im Juli 2017 kamen auch neue Anforderungen an die Befestigung von Anbauteilen in Sanitärbereichen. Was es hier zu beachten gibt und wie eine Lösung aussieht, zeige ich dir hier in diesem Video. Bleib dran bis zum Schluss, denn ich habe einen spannenden Versuch für dich vorbereitet. Die neue Abdichtungsnorm DIN 18534 ist im Juli 2017 erschienen und regelt die Abdichtung von Innenräumen. Dies betrifft nicht nur die Gewerke der Abdichtung selber, sondern auch alle anderen Gewerke, die mit der Abdichtung in Berührung kommen. Demnach müssen Bohrlöcher permanent wasserdicht verschlossen werden. Ziel ist die Vermeidung von Schimmel und Bauschäden durch Feuchte im Untergrund während der gesamten Nutzungsdauer der Abdichtung. Für die Montage bedeutet dies einen erhöhten Aufwand, da zusätzliche Maßnahmen geplant und auszuführen sind. Zum Beispiel bedeutet dies für Bohrlöcher eine geforderte nachträgliche Abdichtung. Das wird häufig durch Silikon gemacht. Ein erhöhter Aufwand bei der Montage und dabei ist Silikon nicht mal ein Abdichtungsmittel, sondern eigentlich eine Wartungsfuge, die regelmäßig erneuert werden muss. Als Lösung hat Fischer einen neuartigen selbstabdichtenden Dübel auf den Markt gebracht, den Duo-Seal, der das Bohrloch permanent verschließt. Gemeinsam mit der beigelegten Edelstahlschraube wurde das System geprüft und in vielen Tests die Wasserdichtheit nachgewiesen. Die Prüfverfahren erfolgten zum einen nach der ETAG 022 gegen Spritzwasserschutz, zum anderen für anstauendes Wasser in Anlehnung an die neue DIN, die den Sanitärbereich in vier Wassereinwirkungsklassen einteilt. Die Klasse W0i, Innenbereich, Spritzwasser, die Klasse W3i, dann stehendes Wasser. Was verbirgt sich hinter den Tests? Zunächst werden Prüfkörper hergestellt, Gipskartonplatten mit flüssig zu bearbeitender und auch bahnenförmiger Abdichtung. Da werden die Fliesen draufgeklebt und dann die Bohrlöcher erstellt. Es werden die Anbauteile mit den beigelegten Edelstahlschrauben befestigt. Zunächst erfolgt der Spritzwassertest nach der ETAG 022. Besteht aus Kalt-Heißwasser-Bebrausungsvorgängen. Das heißt, 60 Sekunden lang wird ca. 60 Grad heißes Wasser auf den Prüfkörper gespritzt. Es folgen 60 Sekunden Pause, bis weitere 60 Sekunden dann kaltes Wasser ca. 10 Grad auf den Prüfkörper bespritzt werden und es folgen weitere 60 Sekunden Pause. Während der ganzen Zeit erfolgen regelmäßige Untersuchungen der Feuchte im Untergrund und bei den Tests konnte dann nachgewiesen werden, dass weder visuelle Feuchtestellen noch elektronische Messungen Feuchte im Untergrund gezeigt haben. Des Weiteren wurden dann Dauerstandsversuche zur Bestimmung der Wasserdichtheit im Einbauzustand durchgeführt. Das heißt, das ganze System wurde 28 Tage lang in einer 20 cm hohen Wassersäule eingestaut. Das ist eine Extremsituation, die im Normalfall nicht auftritt. Und trotzdem haben die Tests gezeigt, dass es zu keinerlei Durchdringung von Wasser oder auch nur feuchte Stellen im Untergrund gekommen ist. Diese Prüfverfahren wurden dann auch von einem unabhängigen Institut nochmals untersucht und nachgewiesen, von der Säure-Fließner-Vereinigung e.V. In einem Prüfbericht wurde dann festgehalten, dass der Dübel in allen Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann, die in der DIN durch die Wassereinwirkungsklassen bezeichnet sind. Dem Duo-Seal bezogen heißt das, dass seine besonderen Materialien, seine Geometrie und weitere spezielle Features gemeinsam mit der im Set beigelegten Edelstahlschraube als getestetes System dazu beitragen, auch nicht ganz exakt gebohrte Bohrlöcher permanent wasserdicht zu verschließen. Diese momentan einzigartige Lösung auf dem Markt gewährleistet die permanente Wasserdichtheit von Abdichtungen. Und wie das genau funktioniert, das schauen wir jetzt in dem Versuch an. Hier seht ihr den Versuchsaufbau zum Dauerstandsversuch des Duo-Seals. In den beiden Zylindern ist eine durchsichtige Duschkopfhalterung mit zwei Schrauben auf einer simulierten Fliesenwand eingebaut. Im linken Zylinder erfolgte dies mit zwei herkömmlichen Dübeln. Im rechten Zylinder ist die Duschkopfhalterung mit dem neuen Duo-Seal befestigt. In die beiden Zylinder gieße ich jetzt 20 cm Wassersäule ein, gemäß den Dauerstandsversuchen. Wie man gut erkennen kann, sieht man auf der linken Seite der Versuchsanordnung der Befestigung mit den herkömmlichen Dübeln, dass das Wasser schon direkt nach Beaufschlagung anfängt,
durch die Dübel und Schrauben in den Untergrund durchzusickern, während auf der rechten Seite bei Befestigung mit dem Duosil keinerlei Austritt von Wasser oder Feuchte zu erkennen ist. Damit ihr den Effekt vom Versuch besser sehen könnt, haben wir das Wasser für euch grün eingefärbt. Ja, wie ihr seht, haben wir mit dem Duosil eine einzigartige Lösung, die es erlaubt, schnell und einfach unter Einhaltung der gängigen Normen Anbauteile im Sanitärbereich zu montieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir ein Like da. Gern kannst du unseren Kanal abonnieren und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!